Damit rufe ich auf nun Tagesordnungspunkt 2, das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministers für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat mit dem Titel Lebensgrundlage Landwirtschaft, pragmatische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Mit aufgerufen wird Top 23, das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die beste Versicherung gegen Unwetter ist wirksamer Klima- und ich sehe es, danke schön, Herr Müller, wirksamer Klima- und Hochwasserschutz, Drucksache 21647. Ebenfalls aufgerufen wird Top 48, das ist der dringliche Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, diskriminierungsfreie Förderung der Landwirtschaft und Pragmatismus statt Ideologie, Drucksache 21688. Ebenso wird aufgerufen Top 49, das ist der dringliche Antrag der Fraktion der CDU und Fraktion der SPD, Menschen vor Hochwasser und Starkregen schützen durch Prävention, Anpassung, Schutzmaßnahmen und Versicherungslösungen. Drucksache 21689. Vereinbarte Redezeit 15 Minuten. Ich sehe schon, der zuständige Minister, Staatsminister Jung, steht schon bereit und dann darf ich Ihnen hiermit das Wort erteilen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, als wir darüber beraten haben, ob ich heute die Gelegenheit bekomme, eine Regierungserklärung zu halten, das sehen Sie auch am Titel, hatte ich eigentlich vor, mit Ihnen über die Ausrichtung unserer Landwirtschaftspolitik zu reden, über das, was wir erreicht haben durch eine Politik von Dialog und Pragmatismus und was wir in den nächsten 4,5 Jahren noch vorhaben. Ich glaube, ich kann heute keine Regierungserklärung hier halten, ohne mit Ihnen über mindestens 2 aktuelle Herausforderungen hier zu diskutieren und Sie als Hessischen Landtag über eine ganz besondere dynamische Herausforderung, die uns in den letzten Tagen ereilt hat, hier zu informieren. Seit Samstagnachmittag wissen wir, dass die afrikanische Schweinepest Hessen erreicht hat. Am Freitag wurde dem Landeslabor Hessen eine Beprobung eines sich auffällig verhaltenen erlegten Wildschweines übersandt. Sofort durchgeführte Schnelluntersuchung hat einen positiven Test auf die afrikanische Schweinepest ergeben. Und die Beprobung, die dem Nationalen Referenzlabor des Friedrich-Löffler-Instituts übersandt wurde, hat am Samstag die Bestätigung des positiven Testergebnisses ergeben. Wir haben schon Freitagabend einen Koordinierungskreis eingerichtet und arbeiten seitdem eng mit dem Regierungspräsidium und den betroffenen Landkreisen zusammen, um alle Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt in unserer Hand stehen, um das Seuchengeschehen möglichst eindämmen zu können. Lassen Sie mich eins vorab betonen. Das Virus, über das wir hier reden, ist für Schweine hochgefährlich. Es gibt keine Impfung. Die Krankheit ist unheilbar und endet in fast allen Fällen tödlich. Übertragung geschieht hauptsächlich über Blut, über Kadaverreste oder auch über verarbeitetes Fleisch, das gefressen wird. Aber auch das ist wichtig, für Menschen besteht absolut keine Gefahr. Und auch der Fleischverzehr ist vollkommen unbedenklich. Das gilt im Übrigen auch für Haustiere. Wie ist jetzt die aktuelle Lage? Wir haben bisher keinen weiteren positiven Fall. Unser Ziel ist es jetzt, erstens insbesondere über Kadaversuchen weitere Fälle zu ermitteln oder eben solche auch auszuschließen und zweitens das Verbreitungsgebiet so gut wie möglich einzugrenzen. Die Kadaversuche läuft schon seit samstags mittels Drohnen unter Einsatz viele ehrenamtliche Helfer und die ASP-Suchhunde, die Ausgebildeten, sind nun auch im Gebiet und beteiligen sich an der Kadaversuche. Und zur Eingrenzung haben wir vor allem 2 Maßnahmen ergriffen. Und wenn ich von wir spreche, dann sind das natürlich formal üblicherweise die vor Ort zuständigen Landkreise, die aber in allen Fragen in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium und mit der Landesregierung zusammenarbeiten, weil wir uns hier kein unabgestimmtes Vorgehen erlauben können. Zum Ersten versuchen wir, über die Definition einer Kernzone, die wir festgelegt haben, eine Eingrenzung vorzunehmen, die wir auch physisch vornehmen. Ich muss offen sagen, wir wissen im Moment nicht, ob sich das Virus schon weiter verbreitet hat. Wir wissen noch nicht mal sicher, ob wir uns im Zentrum des Ausbreitungsgebietes befinden.
Möglicherweise finden wir Fälle, die weiter weg sind und müssen da noch Zonen verlegen. Aber im Moment haben wir nur einen Fall und es besteht zumindest noch eine Wahrscheinlichkeit, dass wir möglicherweise den Erstfall, da gibt es bestimmte Theorien, woher der gekommen sein könnte, erwischt haben und wollen deshalb gerade in dem Gebiet, in dem es über die geografischen und topografischen Gegebenheiten möglich ist, eine physische Eingrenzung vorzunehmen, um das Gebiet so klein wie möglich zu halten. Wenn Sie sich das vorstellen, der Fund war südlich der A60, das heißt, wir haben ein Gebiet, das sich begrenzen lässt, nördlich durch die A60, östlich durch die A67, die größtenteils eingezäunt sind, bei denen Durchgänge jetzt zugemacht werden. Und auf der westlichen Seite haben wir den Rhein, der im Moment sehr mit sehr starker Strömung versehen ist, der sehr hoch steht und deshalb auch als natürliche Grenze dient. Und wir haben deshalb jetzt unmittelbar veranlasst, gemeinsam mit allen Behörden, dass ein Zaun zur Begrenzung im Süden gestellt wird, dass wir eine Kernzone ungefähr 3 Kilometer um den Fundort herum haben und versuchen, das Virus in diesem Bereich zu halten. Der Zaun ist zum großen Teil jetzt schon gestellt. Das sind riesige Arbeiten. Da muss gemäht werden, da muss Platz gemacht werden, der muss aufgestellt werden. Da ist eine Fachfirma mit beschäftigt, haben wir es gestern selbst angeschaut. Es ist wirklich bewundernswert, wie schnell das geht. Und morgen wird er endgültig fertig sein und gestellt sein. Und ist auf der gesamten Strecke auch mit etwas über 7000 Volt belegt, sodass wir eine echte Eingrenzung dort vornehmen können. Und ich möchte an der Stelle gerade für diese Maßnahme der Zaunstellung ausdrücklichen Dank an alle Verwaltungsebenen richten. Das, was man Verwaltung sonst gelegentlich nachsagt und was der ein oder andere von uns vielleicht auch schon erlebt hat, ist da nämlich gerade nicht passiert. Ich gebe zu, dass nicht alle letzten Detailfragen bezüglich Rechtsgrundlage, bezüglich Zuständigkeiten, bezüglich der Finanzierung geklärt waren. Wir haben uns alle gemeinsam einig, der Zaun muss so schnell wie möglich gestellt werden und Detailfragen werden danach behandelt. Das war ein außerordentlich flexibler pragmatischer und krisengerechter Umgang. Und zweitens haben wir eine Restriktionszone eingerichtet im Umkreis von ungefähr 15 Kilometern, angepasst natürlich an die natürlichen Gegebenheiten, in welcher die Landkreise jetzt abgestimmte Maßnahmen erlassen haben und zum Teil gerade noch die letzten erlassen. Dabei verfolgen wir 2 Ziele. Zum einen wollen wir die Ausbreitung des Virus eindämmen und zum zweiten wollen wir unbedingt die Übertragung auf Nutztiere verhindern oder jedenfalls die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf diese verringern. Denn was es bedeutet, wenn Nutztiere betroffen sind, kann sich jeder einigermaßen ausmalen. Es sind verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, eng abgestimmt, insbesondere auch mit den Expertinnen und Experten des Friedrich-Löffler-Instituts, die Erfahrungen haben aus anderen ASP-Gebieten, die vor Ort sind, die in Groß-Gerau sind und sich unmittelbar an der Beratung beteiligen. Und die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind keine leichten Maßnahmen. Schweinehaltende Betriebe haben nun besondere Schutzkonzepte einzuhalten. Tiere, Produkte, Erzeugnisse dürfen aus der Restriktionszone nicht verbracht werden. Zum Zweiten darf das Schwarzwild jetzt nicht beunruhigt werden, damit es nicht aus der Zone vertrieben wird. Das versuchen wir zu erreichen durch generelle Jagdverbote, die im Moment erlassen sind, damit eben keine Vertreibung passiert und die Kadaversuche fortgesetzt werden kann. Wir haben Anleihenpflichten für Hunde, damit auch die, die sich nicht an der Vertreibung beteiligen und dass nicht die Gefahr besteht, dass die an möglicherweise bestehende Kadaver rangehen, dann Blut aufnehmen, das am schlimmsten Fall noch in Nutztierbetriebe oder ähnliches bringen. Und das ist eine Maßnahme, die besonders wehtut. Wir haben derzeit ein Verbot der maschinellen Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, weil wir davon ausgehen, dass sich eben viel Schwarzwild auch gerade im Getreide befindet und wir es eben in der Zone halten wollen, solange wir noch die Chance haben, eine Zone ordentlich definieren und vielleicht im Griff halten zu können. Und wir waren uns auch da auf allen Ebenen einig, das sind sehr harte Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die auch wehtun, aber wir waren uns einig, wir ergreifen im ersten Schritt, jetzt am ersten Wochenende, lieber eine Maßnahme mehr, die wir in den nächsten Tagen vielleicht wieder zurücknehmen müssen, als dass wir es am Ende bereuen, dass wir eine Maßnahme, die zur Eingrenzung geholfen hätte, wieder beseitigen müssen. Und das ist der aktuelle Stand
der sich dynamisch entwickelt, bei dem, über den wir vielleicht auch nochmal hier gemeinsam diskutieren werden. Ich darf mich herzlich bedanken nochmal bei den Landkreisen, beim Regierungspräsidium und auch bei der gesamten Landesregierung. Viele Häuser haben sich unmittelbar beteiligt, haben Kräfte zur Verfügung gestellt, haben Unterstützung geleistet. Das Innenministerium ist im Moment gerade in Besprechungen mit unserem Haus zusammen. Das Finanzministerium hat uns auch sehr pragmatisch geholfen. Das Digitalministerium hat dafür gesorgt, dass eine Software weiter zur Verfügung steht, die wir jetzt gebraucht haben. Das ist eine tolle Unterstützung. Ich hoffe, dass wir die Lage einigermaßen in den Griff bekommen in den nächsten Tagen. Ja, lassen Sie mich zu einer zweiten Herausforderung auch noch ein paar Worte verlieren. Herr Staatsminister, entschuldigen Sie bitte kurz die Unterbrechung. Ich darf nur kurz darauf hinweisen, dass oben auf der Besuchertribüne bitte keine Fotos getätigt werden und würde auch darum bitten, dass das eben getätigte Foto gelöscht wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ich hoffe, die Botschaft ist gerade angeguckt. Ja, okay, prima. Herr Staatsminister, Sie haben wieder das Wort. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, lassen Sie mich, jetzt erleichtert es mir den Schnitt, ein paar Worte zu den Folgen des Hochwassers der letzten Wochen sagen. Damit kein falscher Eindruck entsteht. Baden-Württemberg und Bayern sind viel härter getroffen als Hessen. Da haben Menschen ihr Leben verloren, da haben wir riesige Schäden, da haben wir große Ausdehnung der Schäden und große Herausforderungen bei der Beseitigung der Folgen. Mit dieser Lage wollen wir uns nicht vergleichen. Aber auch in Hessen hat die Hochwasserlage, insbesondere durch Überflutung großer landwirtschaftlich genutzter Flächen, zu harten Folgen geführt. Ich war gestern in dem Überflutungsgebiet. Jetzt, wenn das Hochwasser abfließt, kann man die Schäden langsam besichtigen. Und wir haben in Südhessen eine Fläche von über 1.300 Hektar, die betroffen ist. Das sind Felder unter anderem mit Getreide, mit Gemüseanbau, die vollständig für dieses Jahr verloren sind. Da kommen dazu kostenintensive Aufräum- und Entsorgungsarbeiten. Und das bringt Betriebe, kleine Betriebe, Familienbetriebe an den Rand ihrer Existenz. Und ich bin überzeugt, dass wir an der Stelle auch als Land helfen müssen. Und ich bin sehr dankbar dem Haushaltsgesetzgeber, dass er vorsorglich einen sogenannten Lehrtitel im Haushalt vorgesehen hat und bin sehr dankbar dem Finanzminister für die unkomplizierten Besprechungen in den letzten Tagen. Sie wissen, dass wir Ausgabereste in Halm haben, in 24, das mit dem 23er Halmsystem zu tun hat. Und wir haben die Gelegenheit, in diesen Lehrtitel zur Entschädigung von Katastrophenlagen 2 Millionen Euro umzuschichten und erarbeiten gerade ein Programm gemeinsam mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen in Abstimmung mit dem Hessischen Bauernverband, um schnell, unbürokratisch, erstens bei den Hochwasserschäden und zweitens auch bei den Spätfrostschäden, das gebietet die Fairness, die wir vor einigen Wochen hatten, hier kurzfristig das im Haushalt noch zur Verfügung stehende Geld freimachen zu können, unbürokratisch helfen zu können. Herzlichen Dank an den Finanzminister, dass das so kurzfristig möglich war. Und meine Damen und Herren, wir können festhalten, dass Klimaereignisse wie diese keine Ausnahme mehr sind. Dürre, Hagel, Spätfrost, Starkregen, Hochwasser, alles das sind Ereignisse, die uns öfter ereignen inzwischen und für die wir Vorsorge brauchen. Ja, deshalb brauchen wir Klimaschutzmaßnahmen, deswegen brauchen wir Klimaanpassungsmaßnahmen, aber auch die Risiken werden bleiben. Und unser Ziel ist es, für die Zukunft Vorsorge zu treffen und nicht später bei der Schädensbeseitigung helfen zu können. Ein Teil davon ist aus Sicht der Landesregierung die Möglichkeit, eine pragmatische finanzierbare Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der Versicherungswirtschaft für eine echte Mehrfachgefahrenversicherung einzurichten. Da ist noch ein gewisser Weg hin, aber wir haben uns das als Koalition vorgenommen. Ich glaube, es wäre gut, dort ein solidarisches System zu finden, das ein Angebot an die Landwirte macht, damit sie selbst wirtschaftlich darstellbar Vorsorge betreiben können und nicht am Ende wieder vor den Schäden stehen und als Bittsteller zur Landesregierung kommen müssen. Und wenn wir gerade darüber reden und wenn Herr Ministerpräsident die MPK diese Woche tagt,
Dann gehört in diesen Zusammenhang, zwar nicht unmittelbar mit dem jetzigen Ereignis, auch das Thema Elementarschadenpflichtversicherung. Die Umweltministerkonferenz hat sich vor 10 Tagen mit 16-0 erneut dafür ausgesprochen, dass wir zu einer Elementarschadenpflichtversicherung kommen müssen und nicht irgendeine Mogelpackung, die uns jetzt wieder von anderen Seiten vorgelegt wird. Die Länder sind da sehr klar. Ich glaube, dass da auch die Ministerpräsidenten sehr klar sind. Unser Ministerpräsident ist sehr klar in dieser Aufstellung, das weiß ich. Und wir sollten ihm alle gemeinsam die Rückendeckung geben, dass die Bundesregierung und insbesondere der eine Bundesminister jetzt endlich von der Bremse geht an der Stelle. Und wenn wir bei dem Thema sind, meine Damen und Herren, dann denke ich natürlich wieder an den Beginn meiner Amtszeit, zur Hochzeit der Bauernproteste, die damals in großer Frustration und großer Resignation Menschen auf die Straße gebracht haben, die aus einer Situation raus, in der sie das Gefühl hatten, dass mit ihnen sich niemand abstimmt, mit ihnen niemand spricht, sie ein Sonderopfer erbringen müssen, um Haushaltslücken zu schließen. Und letztlich die Agrardieselrückerstattung, also die Streichung derselben, das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und im Nachgang wurde uns immer erklärt, es gibt Kompensationen für die Landwirtschaft. Und uns wurde auch erklärt, stimmt mal dem Wachstumschancengesetz zu, und dann werden wir schon Kompensationen bekommen. Und das, meine Damen und Herren, war aus meiner Sicht ein unlauteres Ausspielen von Wirtschaft gegen Landwirtschaft. Und wir haben jetzt im Nachgang gesehen, dass die Versprechungen auch nicht gehalten wurden. Einige haben sich da aufs Glatteis führen lassen. Ich bin aber dem Land Hessen, unserer Landesregierung, insbesondere dem Ministerpräsidenten, außerordentlich dankbar. Sie haben die Linie gehalten. Sie waren bis zum Schluss an der Seite der Landwirtschaft und Sie sind auf diesen Deal nicht eingegangen. Und das war das richtige Signal an die Branche. Herzlichen Dank dafür. Und Herr Staatsminister Jung, ich gebe Ihnen nur kurz das Signal bezüglich der Redezeit. Vielen Dank. Der ASP hat das ein bisschen, aber ich beeile mich. Ja. Und naja, schauen Sie sich doch die Lage an, die danach eingetreten ist. Risikoausgleichsrücklage wurde danach wieder gestrichen. Und dann hieß es, die Tarifglättung kommt. Und jetzt liegt das Jahressteuergesetz vor und noch nicht mal die Tarifglättung ist gekommen, die versprochen wurde. Bisher gibt es von Bundesseite keine einzige Kompensation für die starken Einbußen, die für die Landwirtschaft vorgenommen wurden. Und das ist der Unterschied zum Handeln der Hessischen Landesregierung. Wir haben unmittelbar, und auch da bin ich dankbar, ein Notfallpaket über 10 Millionen Euro aufgestellt. Wir haben kurzfristig, pragmatisch und unbürokratisch geholfen. Von anderer Seite kam gar keine Entlastung, meine Damen und Herren. Und wir wollen diesen Kurs gemeinsam mit den Fraktionen von CDU und SPD fortsetzen. Diesen Kurs von Dialog, von Praxisorientierung und von unbürokratischer Politik. Ich glaube, wir haben einiges schon erreichen können und vieles anstoßen können in den letzten Wochen und Monaten. Ich will nur, bevor ich die nächsten Hinweise bekomme, schlagwortartig einige Dinge rausgreifen. Die Ermöglichung der Wechselfrostdüngung, die Regelung bei Klötz 8, die Aussetzung der Pflichtsprachenregelung, die jetzt auf Dauer kommen mag, der intensive Einsatz für Bürokratieentlastungen innerhalb der GAP, da könnte ich mehrere Stunden drüber reden, die Vorbereitung für einen pragmatischen Umgang mit der Wolfsproblematik, die Änderung des Jagdgesetzes, die gerade läuft, die unbürokratische Entschädigungserleichterung für Weidetierhalter, die laufende Novelle des grünen Bandgesetzes, das wir gemeinsam mit 90 Verbänden jetzt durchgeführt haben, die Überprüfung, ob wir jedes Zertifizierungssiegel brauchen, um den Wald, die Wiederbewaldung klimafest aufzubauen oder ob es vielleicht genauso gut mit einem weniger oder vielleicht sogar besser mit einem weniger geht und vieles, vieles mehr. All das, meine Damen und Herren, steht für eine Realpolitik, die reale Lösungen für reale Probleme anbietet und ausdrücklich möchte ich an der Stelle für die Unterstützung, die Zusammenarbeit bei den beiden Fraktionen, CDU und SPD, bei den beiden Sprecherinnen Lena Arnold und Kerstin Geis bedanken. Ohne die Unterstützung könnten wir nicht so handeln. Herzlichen Dank dafür. Das klappt wirklich ausgezeichnet. Und, meine Damen und Herren, Herausforderungen der Landwirtschaft sind groß. Aber
Wenn Sie sich mit denen unterhalten, die in den landwirtschaftlichen Betrieben tätig sind, die das teilweise seit Generationen machen, wenn Sie den Enthusiasmus, die Begeisterung für Ihre Arbeit, für die Arbeit mit der Natur spüren, dann stellen Sie fest, dass diese noch viel größer sind. Und Landwirte arbeiten seit Jahrhunderten mit der Natur und werden das auch in Zukunft tun. Und unsere Verpflichtung ist es, sie dabei zu unterstützen, ihnen Vertrauen, Verlässlichkeit und Wertschätzung entgegenzubringen. Und dafür steht diese hessische Landesregierung und ich lade Sie ein, uns auf diesem Weg zu unterstützen. Landwirtschaft ist elementare Lebensgrundlage. Landwirtschaft sichert unsere Ernährung. Landwirtschaft versorgt uns mit guten regionalen Produkten, auch und gerade im Angesicht der Krisen in dieser Welt. Und sie verdient eben pragmatische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Dafür steht diese Landesregierung und dafür werden wir auch die nächsten 4,5 Jahre arbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Jung. Ich darf, bevor ich jetzt den nächsten Redner aufrufe, noch kurz mir den Hinweis gestatten, dass den Oppositionsfraktionen jeweils 3 Minuten an Zeit zuwachsen. Und darf jetzt aufrufen, ich weiß, es ist zweigeteilt, zunächst den ersten Redner der AfD-Fraktion. Das ist der Herr Marxen. Herr Marxen, Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich möchte, da der Minister ein bisschen überzogen hat in seiner Zeit, mich kurz fassen. Erstmal möchte ich auf die Schweinepest eingehen, die afrikanische. Ich kann also aus meiner Erfahrung sagen, ich habe tatsächlich Schweinepest in Norddeutschland und auch MKS persönlich mitgemacht. Und das ist kein schönes Bild, wenn sowas um sich greift. Das zum einen. Auf der anderen Seite hat der Herr Minister das sehr gut geschildert. Ich möchte aber hier noch herausstellen, dass die Ehrenamtlichen, das heißt also Feuerwehr, THW etc., hat er ja schon etwas gewürdigt, aber das kann man gar nicht genug herausstellen, weil denen gehört der richtige Dank und die richtige Arbeit, die sie unentgeltlich jeden Tag wieder bringen. Ohne diesen Einsatz dieser Ehrenamtlichen sind Extremfälle wie hier, die afrikanische Schweinepest und die Arbeiten, die damit zusammenhängen, überhaupt nicht zu bewältigen. So, jetzt ein paar Gedanken zur Rede des Ministers. Ich hätte ohne weiteres alte Wunden aufbrechen können und auch richtig Salz in die Wunden streuen können, aber das wäre nicht gerecht gewesen. Denn diese alten Wunden sind entstanden durch die ehemalige Landwirtschaftsministerin Priska Hinz und nicht durch unseren zuständigen Landwirtschaftsminister Jung. Die mache ich mir, Herr Al-Wazir, die mache ich mir. Es ist hier zum Beispiel anzuführen die digitale Antragstellung, die immer noch so ein bisschen hakt, oder eben die verzögerte Auszahlung der Subventionen, die jetzt in den letzten Tagen erst eingegangen ist. Damit mussten wir Landwirte leben, aber wir haben im Prinzip schon damit im Januar oder Dezember gerechnet. Ganz genau. Langfristig wollen wir sie abschaffen. Wir brauchen zu meiner Lehrzeit, Herr Al-Wazir, aber da waren Sie noch nicht geboren wahrscheinlich, gab es keine Subvention. Die haben wir auch nicht gebraucht. Da können Sie mal sehen, wie ich mich gehalten habe. Ach so, gut. Aber ich möchte hier ein großes Problem noch mal ansprechen,
das auf uns zurollt, Herr Minister, das wissen Sie auch selbst, und zwar ist das der Wolf. Bislang haben wir geringe Wolfszahlen hier in Hessen mit geringen Risszahlen in Hessen. Aber Sie haben selbst auch geäußert, dass in der nächsten Zeit dieser Wolfsbestand gewaltig ansteigen wird und damit auch die Risszahlen. Und ich darf Ihnen hier eins als selbst als Weidetierhalter, ich bin der Einzige hier im Parlament, mitteilen, dass wir nicht unbedingt eine Entschädigung wünschen. Und es ist ja schön, dass es die gibt eventuell. Aber uns sind die Tiere mehr wert, wenn sie leben bleiben. Jetzt noch mal eins kurz um Ihnen, Herr Ministerpräsident. Ich darf Ihnen gratulieren. Sie haben mit dem Herrn Jung einen guten Griff gemacht. Und ich bin also sehr zufrieden mit seiner Arbeit bis jetzt, die ich beobachtet habe, und hoffe, dass es auch so weitergeht. Und da haben wir mehr Glück wie auf Bundesebene, denn den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Herr Schirm-Özdemir ist in meiner Ansicht eine völlige Fehlbesetzung, aber daran kann ich hier nichts ändern. Und damit möchte ich meinen Redebeitrag beenden. Schönen Dank für Ihr Gehör. Vielen Dank. Jetzt darf ich dem zweiten Redner der AfD-Fraktion das Wort erteilen. Herr Gagel, bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Trockenheit und niederschlagsreiche Jahre sind verschiedene Spielarten von Wetter und Klima. Ich erinnere mich noch, vor 2-3 Jahren haben wir hier in diesem Plenum über Trockenheit, Dürre gesprochen. Das wird jetzt immer so sein im Sommer und wir hätten bald kein Wasser mehr und so weiter und so fort. Und nun werden wir im Jahr 2024, siehe da, mal mit dem Gegenteil konfrontiert. Es gibt wieder Nassjahre. Das Wasser ist wieder da, meine Damen und Herren. Und so wird natürlich Land auf, Land ab wieder eine Instrumentalisierung vorgenommen, wie wir sie ja schon kennen. Die Instrumentalisierung von Wetter und Klima. Und so ist es auch hier heute zu sehen. Der Antrag der Grünen liegt ja vor, auch von CDU und SPD. Aber was wesentlich feststellbar ist in beiden Anträgen, das nehmen wir sehr angenehm wahr im Vergleich zur vorherigen Periode, die Instrumentalisierung und die Katastrophenstimmung hat sich etwas gelegt. Und zwar sowohl auf der Seite der CDU und SPD als auch auf der Seite der Grünen. Das habe ich interessiert zur Kenntnis genommen und muss sagen, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ich kann da nur sagen, AfD wirkt. Hochwasserschutz, meine Damen und Herren. Hochwasserschutz war schon immer ein wirksames Mittel, um die Menschheit, um die Menschen vor Extremwetter zu schützen. Seit Jahrhunderten bauen die Menschen Kanäle, Flutpolder und Deiche, um die Landwirtschaft, um die Wirtschaft, um die Menschen vor Hochwasser, vor Überflutungen zu schützen. Und siehe da, es muss nicht neu erfunden werden, meine Damen und Herren. Der Hochwasserschutz ist natürlich dann, wenn es Hochwasser ist, der wirksamste Schutz, um Hochwasser zu vermeiden. Das ist trivial. Der Versicherungsschutz hingegen, da gehe ich nachher noch drauf ein, ist ein wirksames Mittel, um Risiken zu verteilen. Der Klimaschutz und die Dekarbonisierung und die CO2-Reduktion, meine Damen und Herren, dagegen ist nutzlos. Der ist absolut nutzlos. Wir haben das hier in diesem Plenum schon oft diskutiert und erörtert. CO2-Reduktion, wie Sie sie wollen, der größte Teil der hier anwesenden Fraktionen, und Dekarbonisierung wird uns vor gar keinem zukünftigen Unwetter, welches wir sicher noch erleben werden, schützen. Wir werden es weder verhindern können, noch können wir es abmildern, noch können wir insgesamt am Wetter und am Klima durch unsere Maßnahmen irgendetwas ändern. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und insofern bin ich auch, habe ich auch zur Kenntnis genommen, dass der gemeinsame Antrag von CDU und SPD hier
in dem Antragstext und auch in den Überschriften nicht mehr die Rede von Klimaschutz, CO2-Reduzierung, Dekarbonisierung, von Klimazielen, gar von den Katastrophenwörtern wie Klimakrise, Erderhitzung, Klimakatastrophe die Rede ist. Und das hatten wir, Klimaapokalypse. Diese Vokabeln hatten wir in der letzten Periode noch gelernt. Und man muss tatsächlich feststellen, in der neuen Regierung ist das nicht mehr der Fall. Man kommt also tatsächlich der Realpolitik ein Stück näher. Und dies erkennen wir als AfD-Fraktion an. Der Antrag im Übrigen ist tatsächlich zum großen Teil sehr nüchtern und sehr richtig feststellend geschrieben, dass in erster Linie wirklich Hochwasserschutzmaßnahmen und natürlich die Verteilung von Risiken, sprich Versicherungslösungen, eine mögliche Maßnahmen sind. Das schlagen Sie auch vor. Sie wollen ja mit der Hessen-Police eine Verteilung von Risiken für die Landwirtschaft erreichen und natürlich die Pflichtversicherung für die Elementarversicherung, die Verteilung von Risiken eben für Hausbesitzer. Die Sache ist natürlich nicht ganz so einfach, auch wenn die Ministerpräsidentenkonferenz da 16-0 gestimmt hat. Denn wir haben ja nun bei der Elementarversicherung ist nicht so einfach. Denn die Versicherungen bemessen jedes Risiko von Häusern in Hochwassergebieten oder in Gebieten mit großem Risiko natürlich individuell. Und so kann es sein, dass natürlich eine Versicherung für ein Haus, was in einem Risikogebiet steht, 10.000 Euro verlangt und für ein Haus, was in einem risikoarmen Gebiet steht, nur 1.000 Euro. So, und dann haben Sie natürlich das Problem, wenn Sie jetzt sagen, Hausbesitzer, du musst dein Haus versichern, dann muss der 10.000 Euro für die Prämie bezahlen. Wie soll das gehen? Hier wird man sich die Frage stellen müssen, inwieweit man Risiken hier an der Stelle vergemeinschaftet und inwieweit es notwendig ist, tatsächlich die Risiken von Hochrisikogebieten auf die Risiken der Niedrigrisikogebiete umzulegen, dass es eine bezahlbare Elementarversicherung für alle gibt. Und ich denke mal, da ist auch der Pfeffer, der Hund begraben an der Stelle, Herr Ministerpräsident. Dieses Problem werden Sie nicht so einfach lösen können in Verbindung mit den Versicherungen. Und ich hoffe ja, dass diese Diskussion um die Elementarpflichtversicherung nicht einfach wieder so abflaut, wenn das Wetter wieder mal ruhig ist, sondern dass dieses Thema eben auch weiter verfolgt wird und dass man halt sagen kann, okay, jeder Hausbesitzer, der sich versichern möchte, kann das auch tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass der Mensch selbst auch mit dran schuld ist, denn wer in Hochwassergebieten sein Haus baut oder seinen Wirtschaftsbetrieb errichtet und sich sagt, naja, so schlimm wird es schon nicht sein, mich wird es schon nicht treffen und der ist dann vom Hochwasser betroffen, der trägt natürlich auch selbst ein gewisses Risiko oder muss es eigentlich auch selbst tragen. Ja, zur Häufigkeit von Extremwetterereignissen, das möchte ich hier noch anfügen in der gesamten Diskussion. Wir haben es ja in der Diskussion jetzt gesehen, die Hochwassersituation in Süddeutschland wurde von verschiedenen Parteien wieder instrumentalisiert. Ja, seht doch mal, der böse Klimawandel und es wird alles immer wieder viel schlimmer und so weiter und so fort. Wenn man sich das Hochwasser in Süddeutschland anguckt, also Sie, Herr Minister, Sie haben ja geschrieben, ein 10- bis 15-Jahres-Ereignis, also sogar noch recht häufiger sozusagen. Wenn man sich die Hochwasserereignisse beispielsweise in Pfaffenhofen an der Ilm oder Regensburger oder Passau anschaut, also ich komme da jetzt, wenn ich etwas großzügig bin, so auf ein 30 bis 50 Jahre Ereignis dort unten. Aber was wir auf jeden Fall feststellen können, ob es nun 10 bis 15 oder 30 bis 50 Jahre ist, wir können feststellen, dass diese Art von Ereignis schon immer gegeben hat. Und zwar völlig unabhängig. Völlig unabhängig, meine Damen und Herren, von irgendeiner Klimawandeldiskussion. Völlig unabhängig. Und genauso wie wir es im Ahrtal ja auch hatten. Im Ahrtal habe ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren von den Grünen, ja schon vorgerechnet, dass das Ahrtal-Ereignis ein Ereignis ist, was ungefähr alle 100 Jahre auftritt. Das haben Sie ja damals schon nicht verstanden. Und Sie werden wahrscheinlich auch jetzt wieder nicht verstehen, dass diese Hochwasser, die jetzt auftreten, auch immer wieder auftreten werden. Und Sie werden es nicht verhindern können durch Ihre Politik, sehr geehrte Grüninnen, dass diese Art von Ereignissen gar nicht mehr auftreten.
Und insofern müssen wir uns absolut fragen, welche Maßnahmen sind sinnvoll. Und das hatte ich eben eingangs schon gesagt. Hochwasserschutz, meine Damen und Herren, das ist die wirksamste Maßnahme. Klimaschutz, CO2-Reduzierung, Dekarbonisierung, E-Auto, was weiß ich, was alles eingeführt werden soll, wird Ihnen in dieser Situation überhaupt gar nichts helfen. Abschließend kann ich feststellen, scheinbar scheint sich die Klimawandel, Klimaerwärmungsdebatte etwas zu ernüchtern, zu pragmatisieren. Das nehmen wir wirklich sehr angenehm zur Kenntnis und ich hoffe, das ist meine ganz große Hoffnung, dass in Zukunft immer mehr Parteien erkennen, dass CO2-Reduktion und Dekarbonisierung so ziemlich für die Katz ist, relativ nutzlos und uns nicht weiterhelfen wird in unseren Bemühungen. Wir werden einem Klimawandel, einer Klimaerwärmung, der wir ausgesetzt sind, werden wir uns nicht wieder strecken können. Wir können an Wetter- und Klimaänderungen grundsätzlich nichts ändern. So im Übrigen auch, wenn es mal eine Abkühlung geben sollte. Und insofern hoffe ich, das ist meine große Hoffnung, dass die Parteien erkennen, dass Dekarbonisierung, CO2-Reduktion nichts bringen werden und dass die Politik eine Abkehr von diesen für auch für die Wirtschaft und für unseren Wohlstand absolut schädlichen Maßnahmen erkennen werden und dass wir in Zukunft eine Politik erleben werden, die tatsächlich pragmatisch ausgerichtet ist. Und insofern freue ich mich auf die Renaissance der Realpolitik, die hier angekündigt wurde. Ein kleiner erster Schritt ist auf jeden Fall mal getan. Das will ich anerkennen. Es gibt allerdings noch ganz viele weitere Schritte zu tun. Und in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit.